Okay. Hallo Massen aus Regensburg. Willkommen zum Housing Action Day, zum europaweiten Housing Action Day 2021. Der Housing Action Day findet, wie gesagt, europaweit statt. Ungefähr, habe ich heute gelesen, um die 80 Städte von Irland bis Zypern beteiligen sich. In Deutschland müssen es um die 30 meines Wissens sein, die heute hier irgendwelche Aktionen in ganz Deutschland machen, und zwar zu dem Thema Wohnen statt Profite. Hier, das ist jetzt ein offenes Mikrofon, da kann jeder, jede, die vorbeikommt, ihre Wohnsituation schildern oder einfach zur Lage was sagen. Ich beginne jetzt einmal mit einer kleinen Rede, die ich zu diesem Termin vorbereitet habe, für eben Recht auf Stadt, unter dem Titel Eigentum ist Diebstahl. So, also, liebe Leute, 2015, vor 6 Jahren, gründete sich die Initiative Recht auf Stadt Regensburg. Seitdem ist viel passiert, leider nichts zum Besseren, schon gar nicht wohnungspolitisch. Im Gegenteil, alles, was schlechter gemacht werden kann, wurde schlechter gemacht. Ich zähle mal einiges auf seit 2015, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Mietspiegel. Der Stadtrat verabschiedete zum zweiten Mal nach 2014 gegen das Votum der Mietervereinigung, Mieterbund und Mieterverein in Regensburg, einen Mietspiegel, der wiederum nur als antisozial bezeichnet werden kann. Schon beim vorherigen Mietspiegel waren Mietsteigerungen für bislang relativ günstige Wohnungen bis zu 50% möglich. Das wird so gemacht, man hat da Kriterien, zum Beispiel keine zentrale Warmwasserversorgung. Viele Sozialwohnungen in Regensburg haben keine zentrale Warmwasserversorgung, sondern einfach nur Boiler, Warmwasserboiler. Auch meine Wohnung hat es gehabt. Du hast früher zum Beispiel 6% abziehen können. Oder 4%, kann man jetzt mal ganz erinnern. Und dann bei dem neuen Mietspiegel hast du nur noch 2% abziehen können. Und das war durchgängig. Während teure Wohnungen ein bisschen günstiger geworden sind von den Kriterien, sind die günstigen Wohnungen im Schnitt alle wesentlich teurer geworden. In meiner Wohnung damals, habe ich es ausgerechnet, hätte Regensburger Mietspiegel, den der Stadtrat verabschiedet hat, 46% Mietsteigerungen ermöglicht. In der Presse ist zum Teil bis zu 80% an die Rede gewesen. Bei derartigen Preissteigerungen spricht das bürgerliche Gesetzbuch von Wuchermieten. Der Stadtrat hat praktisch einen Mietspiegel abgesegnet, der Wuchermieten zulässt. Also Wuchermietensteigerungen. Damit hat der Stadtrat aktiv dazu beigetragen, die Mieten zu verteuern. Nächstes Beispiel, Regensburger Kultur- und Kongresszentrum, RKK. Obwohl die Regensburger BürgerInnen ganz eindeutig die Pläne für ein RKK am Kepler-Areal per BürgerInnenentscheid ablehnten und viele RegensburgerInnen sowie sogar Architekten, die bei der Planung des RKK beteiligt waren, für den Erhalt des Kepler-Areals und vor allem des Lutherturms votierten, ließ die Stadtverwaltung das Areal dem Erdboden gleichmachen. Einfach wirklich wegbomben, im wahrsten Sinne des Wortes. 220 saugünstige Studierendenzimmer für nur 130 Euro, das war im Lutherturm, da waren 110 Euro die Grundmiete, 20 Euro zusätzlich für Strom und so, und 160 Euro für die, wo im Kepler-Wohnheim, das wo ein bisschen niedriger war, gewohnt haben. Also Mieten, 130 bis 160 Euro, sind 220 Stück sind vernichtet worden, ohne Ersatz. Beziehungsweise im Stadtrand irgendwo sind teure neue Studentenwohnheim-Apartment. Wiederum, damit hat der Stadtrat aktiv dazu beigetragen, günstigen Wohnraum zu zerstören. Nächstes Beispiel, Leerstand und Ferienwohnungen. Nachdem die Verwaltung sich jahrelang gewehrt hat, eine sogenannte Zweckentfremdungssatzung zu verabschieden, mit der Leerstand und Ferienwohnungen eingeschränkt werden können, da kann man dann ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro verhängen, wenn jemand Ferienwohnungen illegal anbietet, hat die Verwaltung dann doch, nachdem dass sie so lange gewährt haben, hat die Verwaltung dann doch letztes Jahr eine entsprechende Satzung, Zweckentfremdungssatzung vorgelegt.
Zweckentfremdungssatzung heißt, also der Zweck eines Raumes, eines Wohnraumes, ist darin zu wohnen, ganz klar. Und wenn dieser Zweck des Wohnens nicht erfüllt wird, weil zum Beispiel ein Gewerbe draus gemacht wird, wie zum Beispiel Ferienwohnungen, dann spricht man, oder Leerstand, dann spricht man von Zweckentfremdung. Recht auf Stadt hat dann diese Satzung, die die Verwaltung dann vorgelegt hat, analysiert und konnte, wir konnten uns unseren Augen nicht trauen. Mit dieser Satzung wurde Zweckentfremdung nicht bestraft, in Klammern 500.000 Euro, sondern im Gegenteil, er wurde legalisiert, und zwar per Bestandsrecht. Alle bis dahin illegalen Ferienwohnungen sowie Leerstand wurde per Satzung für rechtmäßig erklärt. Wir haben alle Stadträtinnen vor der Abstimmung darüber informiert, was die Satzung für Auswirkungen hat. Unsere Volksvertreter, wo die Bürgermeisterin da oben sitzt während der Woche, ignorierten uns und stimmten einstimmig, also alle, auch Linke und sonstige Oppositionelle, für die skandalöse Satzung. Nach einem Jahr wollte Recht auf Stadt von der Verwaltung wissen, wie viele zweckentfremdete Wohnungen durch die Satzung wieder ihrem eigentlichen Zweck zurückgeführt worden seien, also den Zweck zu wohnen. Antwort der Verwaltung nach einem Jahr: null. Keine einzige. Ein Jahr nichts. Zum Vergleich, in Nürnberg haben sie praktisch um die gleiche Zeit Zweckentfremdungssatzung verabschiedet. Da haben sie über 100 Wohnungen wieder zurückgeführt. Das ist in der Sendung von Quer, im Bayerischen Rundfunk, dann ganz schön rüberkommen. Also mit der Verabschiedung der skandalösen Satzung hat der Stadtrat wiederum aktiv dazu beigetragen, dass weiterhin Wohnraum für Ferienwohnungen zerstört wird und weiterhin alle EigentümerInnen ihre Wohnungen im Grunde nach Belieben leer stehen lassen können. Weil die sagen, okay, die Satzung, die gilt erst für Wohnungen oder Ferienwohnungen, die nach Verabschiedung der Satzung, also vor einem Jahr, Juni 2015, erst nach der Satzung sozusagen zu Ferienwohnungen umfunktioniert worden sind. Natürlich kann jeder Eigentümer sagen, okay, die war vorher auch schon eine Ferienwohnung, gell? Wie soll die Verwaltung das nachprüfen? Ich denke, dass sie sich ja nicht die Mühe machen, irgendwie so Geheimdetektive zu bestellen. Der sagt einfach, das war vorher schon, dann kann er die nächsten 10 Jahre nach jede beliebige Ferienwohnung sozusagen mit der Regensburger Satzung legalisiert werden. Also unglaublich, wenn man mir hier verarscht wird. Schließlich noch der letzte Punkt, weil den kann man ja gar nicht vermeiden, wenn man über dieses Thema spricht, Korruptionsskandal. Auch einer der schlimmsten Dinge oder ja, wie auch immer der letzten 5 Jahre. Regensburg wird regiert von einigen wenigen Wohnungskonzernen. Sie schmieren per Parteispenden oder andere Gefälligkeiten ihre Parteien und bekamen dafür für Vorzugspreise Filetstücke der Stadt oder Baugenehmigungen im Landschaftsschutzgebiet. Im Marina-Quartier, da war es ungefähr so, da hat die Stadt städtischen Grundstück für ungefähr 40 Euro pro Quadratmeter verkauft. Meines Wissens Immobilienzentrum hat es dann zum Teil also das Marina-Quartier da drauf gebaut, beziehungsweise das dann weiterverkauft für 3.000 Euro Quadratmeter. 40 Euro, 3.000 Euro Quadratmeter. Den dreistesten drei, das ist das Immobilienzentrum, baut im Tretzel und die Immobilien Schmack, wurde der Prozess gemacht, Oberbürgermeister Wolbergs wurde suspendiert. Aber hat sich was geändert? Nichts hat sich geändert. Kein einziger Verwaltungsmensch musste seinen Hut nehmen oder ihren Hut nehmen. Die Frau Schimpfermann zum Beispiel. Statt einem Neuanfang rotierte der Stadtrat für Kontinuität. Kontinuität in Sachen Bestechung, Kontinuität darin, Regensburg so teuer wie möglich zu machen, damit es sich für AnlegerInnen und InvestorInnen so richtig rentiert. Ja, einfach nur ja. Mit ihrem Beschluss, alles beim Alten zu lassen, also aufgrund des Korruptionsskandals, hat der Stadtrat aktiv dazu beigetragen, dass die gleichen Immobilienfirmen noch reicher werden, dass die EigentümerInnen von Mietwohnungen noch mehr verdienen und die MieterInnen noch mehr bluten müssen. Regensburg ist inzwischen eine der 10 teuersten Städte Deutschlands, laut dem Postbank-Wohnatlas. Super! Da
Dafür gesorgt hat aktiv der Regensburger Stadtrat nebst Verwaltung, die auch weiterhin sich nach Kräften bemühen werden, die Stadt für die EinwohnerInnen, also für uns, so teuer wie möglich zu machen. Aber wer nicht willig ist, der wird zwangsgeräumt. Mit oder ohne Corona. Auch während Corona sind die Zwangsräumungen weitergegangen. Alles ist erlaubt im antisozialen Regensburg. Dankeschön.